Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Whippoweights, Insel der Verdammten. Wir waren das letzte Mal bei diesem Autofrack und haben den Hater unter Strom gesetzt. Und wir haben noch viel mehr verschiedene Symbole hier oben bekommen, von denen ich keine Ahnung habe, ob sie irgendwie absinken über die Zeit oder es etwas länger dauert, bis sie oder ich irgendwas machen muss, bis sie absinken. Keine Ahnung. Mal schauen, was das da ist. Ich habe auch ewig nicht mehr gespielt, muss ich euch sagen. Ich sehe nichts, was ich gebrauchen könnte. Sie muss aus dem Auto gefallen sein. Echt? Er ist ganz allein drauf gekommen. Ich glaube, das habe ich auch alles eh schon angeklickt. Was haben wir denn so im Inventory? Scheibenwischer, mein Wahnsinn! Sowas braucht die Menschheit! Wenn dieser Schrotthaufen in den Graben stürzt, sind die beiden tot. So viel steht fest. Echt? Einfach so rausholen können wir sie natürlich auch nicht. So, schauen wir noch mal ein bisschen rum. Also, ich habe echt ewig nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, was ich schon ausprobiert habe und was nicht. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig sein könnte. Aber ich habe auch schon wieder nicht auf die Uhr geschaut. Ihr kennt das ja. Gibt halt eine etwas längere Folge. Wenn er hochgeht, sollte ich wohl hier am allerwenigsten rumstehen. Warum denn? Es tut bestimmt nicht weh. Kann ich nicht anklicken. Öl. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich es zum Hochgehen bringen soll. Einfach mal ausprobieren. Ach so. Ach ja, die Symbole leuchten ja, wenn ich wenn sie da drüber sind und benutzbar sind. Ja. Straße. Wie weit kann die Kreuzung wohl weg sein? 5 Minuten zu Fuß? Ist das nicht die Kreuzung? Der Zug ist schon lange abgefahren. Ich muss woanders nach Hilfe suchen. Ach so. Zur Baustelle. Da war doch der Typ da, der uns zugeflamed hat. Da liegt er. Ach, warte mal. Kann ich jetzt mit dem Scheibenwischer das Kabel hier rausholen? Nö, sonst würde das Ding blinken. Stimmt. Schuppen. Schuppen? Kann mir genau vorstellen, was da drin ist. Echt? Ich Für einen nicht. Einzigen gezielten Sprung ist es zu weit. Das ist der Typ. Oder? Ja. Sieht so aus. Der Mann liegt im Sterben. Was kann ich bloß tun? Ich weiß es nicht. Ich muss was gegen die Pfütze machen, sonst komme ich nicht an ihn ran. Pumpe anschalten. Ist doch eine Pumpe. Wenn sie funktionieren würde, wäre alles viel einfacher. Ich verschwende hier nur Zeit, das Kabel ist kaputt. Wir brauchen also ein anderes Kabel oder irgendwie irgendwas zum Wasserschöpfen. So wie es aussieht. Ein Fenster. Das haben wir eingestellt. Ich glaube nicht, dass da jemand drin ist. Aber vielleicht ist ein Telefon drin oder wenigstens ein Funkgerät. Die Deichsel ist schmierig wie eine alte Bratpfanne. Ich will nicht abrutschen und mir auch noch was brechen. Die Wunde am Kopf genügt mir. Die Deichsel, mal wer her. Ich werde etwas anderes finden. Du wirst etwas anderes finden? Bist dir da sicher? Ich weiß nicht. Wenn ich vielleicht den Unterbau anheben würde. Ja, dann mach doch. Habe ich kein Problem mit. Einfach mal das überall drüber halten, damit ich hier sehe, wo es blinkt. Mit dem Reifen kann ich da auch nichts anstellen, oder was? Warte. Ich komme doch nicht von hier aus direkt zur Baustelle, oder? Ach so, ich dachte, er kann jetzt wieder da über den Zaun klettern. Okay. Da geht's noch lang. Zur Brücke. Hier ist alles so ruhig. Es sieht ziemlich verlassen aus.
Ob ich hier wohl jemanden finde? Der ist echt verdammt Vor meinem ruhig. eigenen Gewissen kann ich nicht davonlaufen. Das wissen wir erst, wenn wir es versucht haben. Hey, da steht eine 6. Was mag das nur bedeuten? Was würde passieren, wenn ich sie zumache? Weiß ich auch nicht. Machst du zu? So viel Wasser kann man unmöglich aufstauen. Und eine Überschwemmung ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Oh. Ja, macht's andere auf. Ich glaube, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Absolut dicht. Da kommt kein einziger Tropfen durch. Na, gleich schon. Und geh doch mal ein bisschen schneller, bitte. Oh, erstmal stehen bleiben vor der Stufe und hochklettern. Supi. Dauert auch überhaupt nicht lang. Sinnlos. Ist komplett verrostet. Ja, dann nehmen wir doch mal den Hebel hierfür. Ist natürlich nicht funktioniert. Alter. Graben. Ich würde gern mal wissen, woher das ganze Wasser überhaupt kommt. Echt? Normalerweise macht mir Wasser ja nichts aus, aber diese Kloake ist wirklich ekelhaft. Ja, da mache ich doch immer einen Schwimmunterricht drin. Ist doch überhaupt nicht ekelhaft. Was hast du denn? Ich kann den überhaupt nicht verstehen. Ja, das waren unsere Möglichkeiten hier. Für welches Tor entscheiden wir uns nun? Wieso ändert nicht der Bildschirm? Ah, sehr gut. Da sind noch die Reifenspuren. Hat da gerade was? Ah, nee, das war die Straße, okay. Die Straße hat geblinkt. Kreuzung. Kann ich hier noch irgendwie was beim Zaun machen? Achso. Das Schild kann ich mir auch nicht anschauen. Schild ist für Versager. Ich verstehe einfach nicht, wie ich das übersehen konnte. Du bist ja auch losgefahren, du Verrückter. Wenn du stehen geblieben wärst, hätten wir das Problem jetzt nicht. Wenn du dich ein das bisschen war mein losgehen. Fehler, ohne Frage. Ich hab's vermasselt. Tja, schon scheiße, ne? Wir wollen uns unserem Hauptprotagonisten ja jetzt nicht zu böse sein. Kann ja mal passieren, ne? Das brennt noch eine Zeit lang und dann... Wenn er hochgeht, sollte ich wohl hier am allerwenigsten rumstehen. Warum nicht? 60, ja. Der Typ hier ist bestimmt nur 60 geworden. Das wette ich. Zu den Leitplanken. Da ist schon wieder so eine komische 6. Das ist voll satanistisch, das Spiel. Go, go. Den Kram. So. Stoßstange. Wenigstens die Stoßstange hält noch. Den Rest kann man abschreiben. Versucht mal dreimal schnell hintereinander Stoßstange zu sagen. Stoßstange, Stoßstange, Stoßstange. Hört sich voll komisch an. Ich kann es nicht riskieren, dass das Auto in den Graben fällt. Stoßstange. 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 Geht nicht. Scheiße. Autofrack. Fenster, Tür. Hilfe. Irgendwo. Klettere herunter. Brennendes Auto. Klettere herunter. Hat keinen Zweck. Der steht immer noch voll Wasser. Aha! Jetzt weiß ich, warum ich das Wasser loswerden muss. Ja, das habe ich vorher nicht gecheckt. Sie muss aus dem Auto gefallen sein. Verdammt intelligent war's. Autowracke. Wenigstens die Stoßstange hält noch. Den Rest kann man abschreiben. Ich kann es nicht riskieren, dass das Auto in den Graben fällt. Ups, jetzt habe ich noch was. Ich kann es nicht riskieren, dass das halt Auto Fresse. In den Graben fällt. Fahrer. So. Tür. Wenn dieser Schrotthaufen in den Graben stürzt, sind die beiden tot. So viel steht fest. Echt? Habe ich ja noch gar nicht gehört. Es fehlt nicht viel und das Ding landet im Graben. Das kann ich nicht riskieren. Oh, weil du redest auch immer nur über dasselbe, oder?
Was? Jetzt so bewusstlose Frau. Mir fehlt ehrlich gesagt Mitreisender. Mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen die Musik in dem Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie ausgemacht habe oder so. Das habe ich jetzt vergessen. Aber was soll ich jetzt denn ausmachen? Warte mal eine Sekunde. Eine Sekunde. Schauen wir mal kurz ins Hauptmenü. Optionen hier. Optionen so. Und. Ja, Musik kann man nicht ausmachen. Kannst du leiser machen. Ich höre auch gerade Musik. Im Menü haben sie natürlich Musik reingemacht, ne? Supi. Ja, hier gibt's anscheinend nicht mehr. Wäre cool, wenn man noch sehen könnte, was man alles anklicken kann. So wie in Diponia. Aber naja. Okay. Also unsere nächste Aufgabe wird sein, das Wasser zum Versiegen zu bringen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Irgendwie sage ich heute ganz viel mit SCH. Was soll ich denn als nächstes tun? Kann ich das Feuer vielleicht ausfächern? Was kann ich denn da machen? Kann ich da noch irgendwie was machen? Da habe ich ja nicht alles ausprobiert. Vielleicht ist ja was im Müll. Ist da was im Müll? Das Brett brauche ich eigentlich. Wäre cool, wenn ich das hätte. Das kann ich dann einfach über den Boden legen und dann berühre ich das Wasser nicht. Pfütze. Kabel. Was sagst denn du Muss von dazu? einem vorbeifahrenden Auto zerstört worden sein. Das Wasser steht wohl immer noch unter Spannung. Sonst fällt mir keine Erklärung dafür ein. Nee, da hatte ich nur gerade Ich kann schlafen es nicht gelegt. zu mir rüberziehen. Warum nicht? Nimm's doch einfach und zieh's zu dir rüber. Ich meine, hier kannst du es ja nehmen. Da kann ich nur nicht hinklicken. Naja, zum Trailer. Jetzt sehen wir den Trailer vom Spiel. Das war mal wieder so ein richtiger Karlauer. Vielleicht ist hier ein Telefon drin oder wenigstens ein Funkgerät. Meinst du? Aufmachen! Es gab einen Unfall! Ich brauche Hilfe! Niemand drin, es sei denn, er ist taub. Aber das ist wohl eher unwahrscheinlich. Der Typ hat es bestimmt nicht gehört, dass du den Stein da reingeworfen hast und dass da so ein Typ in seinen Vorgarten gerast ist. Der wird jetzt bestimmt auf dich hören, wenn du nach Hilfe schreist. Sollte da jemand drin sein. Unterbau. Das ist ja eine Sauerei. Der Besitzer des Karawans kippt hier bestimmt regelmäßig altes Öl hin. Ich kenne nur einen Vorbau. Hat keinen Sinn. Das geht alleine nicht. Das geht ja lange nicht. Ich brauche Hilfe. Was ist das? Trailer-Ecke? Sicher muss ich pinkeln, aber jetzt ist nicht der richtige Augenblick dafür. Ja, vielleicht Klar ist da kann was ich pinkeln anderes. gehen, aber ich würde einen Haufen Zeit verlieren. Scheißegal. Pinkeln geht vor. Trailer-Ecke. Ich weiß, warum ich letztens nicht weitergespielt habe. Voll schwer, das Spiel und so. Hab keine Ahnung. Ich sollte schnell was dagegen unternehmen. Wenn das Auto in die Luft fliegt, will ich nicht daran schuld sein. Geht los? Geht's zu?
Ich kann hieran auch nur die Schleuse auswählen und nicht irgendwie das Rad oder irgendwas anderes. Nee, es geht natürlich nur die Schleuse. Hilferuf, Kopfwunde, brennendes Auto, bewusstloser Mann, bewusstlose Frau, Herzversagen. Ja, die Uhr mal schauen, ob der Fahrschutzfelle ist. Nee, der ist noch nicht seine. Kann ich da in den Kram rein? Das wäre ja cool. Nein, das machst du natürlich nicht. Kann das sich gerade eben noch entscheiden müssen, wo mit welchem Fuß er zuerst auftritt? Das wäre ziemlich peinlich. Ach, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin gerade voll blöd. Was würde passieren, wenn ich sie zumache? Sie ist zu. Er kratzt sich. Absolut dicht. Da kommt kein einziger Tropfen durch. Was tut man dagegen, dass es verrostet ist? Öl. Sinnlos. Ist komplett verrostet. Öl. Das einzige Öl, von dem ich es gehört habe, war jetzt beim Auto und bei dem Trailer. Aber jetzt brauchen wir ja auch irgendwas, womit wir es transportieren können. Sonst bringt es ja auch wieder nichts. Da ist ein Eimer. Nimm den Eimer und nimm ein bisschen Öl mit. Stiefel? Aber wo ist der andere? Weiß ich nicht. Scheißegal, einfach mitnehmen. Dann nimmt ihn echt mit. Wow. Alter, wir sind böse immerhin geworden. Ein halbes Paar. Wir nehmen einen Stiefel mit. Woo. Kann ich damit jetzt hier irgendwie was anfangen? Wahrscheinlich muss ich damit wieder durch das Wasser hüppeln. Oder ich muss erst einen zweiten finden, was ich eher glaube. Probieren wir es einfach mal. Pfütze, es funktioniert. Wozu soll ein einzelner Stiefel gut sein? Drüber werfen. Es bedeutet, ich muss den zweiten Stiefel finden. Es wird ja eine lustige Folge jetzt. Habe ich jetzt erstmal die ganze Zeit nach einem Stiefel gesucht und jetzt soll ich den zweiten suchen, oder was? Der zweite ist bestimmt auch nicht beim Trailer. Nummer 8, hier steht eine 8. Einfach mal rumgucken. Liegt da ein Stiefel? Ist das ein Stiefel? Nee, ist kein Stiefel. Was ist das denn? Geh mal weg da. Anscheinend irgendwas vom Auto. Ist da ein Stiefel? Nee, kann ich nicht erkennen. Öl. Kann ich mit dem Stiefel das Öl mitnehmen? Nö, das geht nicht. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Wir ersticken das Feuer mit dem Stiel. Okay. Geht nicht. Finde ich enttäuschend. Hätten die Entwickler einbauen sollen, dass man das Feuer mit dem Stiefel hier löschen kann. Das hätte ich besser gefunden. Was ist das denn? Ach so, das sind die Überreste von Schirmleuchtdingen. Stehst du vor irgendwas? Lol, jetzt habe ich irgendwas angeklickt. Hä? Auch wenn ich noch so genau hinschaue, kann ich keine Bremsspuren entdecken. Ich verstehe nicht, warum sie nicht gebremst haben. Geschlafen? Ach, der Straße. Ich dachte, jetzt der Strauß. Ah.
Ja, nee, du sollst da schon. So, Stiefel, Stiefel, Stiefel. Hier ist auch keiner, sagst du? Nee, hier ist auch keiner. Am Auto sieht es jetzt auch nicht so danach aus. Im Stiefel kann ich hier wahrscheinlich auch nicht so viel anfangen. Schätze ich mal. Vielleicht können wir ja auch irgendwas mit dem einen Stiefel machen, damit wir an den anderen kommen. Oder er liegt echt noch am Trailer rum. Na, schau jetzt mal nach. Das glaube ich zwar eigentlich nicht. Aber nachschauen kostet ja nichts. Ein Brett liegt da noch rum. Lag hier eine Ewigkeit rum und muss ziemlich verrottet sein. Scheißegal, mitnehmen. Das Geräusch, wenn ich das Brett mitnehme. Das muss ich benutzen. Okay, dann nehmen wir das mal für den Unterbau. Hätte mir auch früher einfallen können. Oh ja, das hätte es. Fenster. Ganz ehrlich, ich wäre schon drü. Was ist das denn für eine Physik? Ist da jemand? Der stellt sich an. Ein fürchterlicher Gestank. Wie kann man nur hier drin wohnen? Sieh mal einer an. Da macht jemand ein Nickerchen. Das gefällt mir nicht. Er liegt im Koma. Von diesem fürchterlichen Gestank wird mir ganz schwindelig. Hier muss irgendwo ein Gasleck sein oder sowas. Gasvergiftung? Vergiftete Wache. Wache? Das ist eine Wache? Ja, die Physik-Engine gerade hat mich voll begeistert, wie er auf ein Ende des Bretts gestiegen ist und einfach weitergelaufen ist, wie Jesus übers Wasser, ja. Naja. Hier muss ich nun leider wieder die Zeit Spiel beenden. Hier, die Zeit läuft schon, seht ihr? Ist schon verdammt spät. 9:30. Und die Uhr tickt, das bedeutet, wir hören auf. Ich höre auf aufzunehmen, ihr hört auf zuzuschauen. Und wir sehen uns wieder morgen, wenn ihr wieder einschaltet, zu Let's Play Waypurates, Insel der Verdammten. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns wieder. Bis dann!